So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Transport Fever. Und ja, wir haben hier endlich wieder mal wieder was zu tun. Und zwar haben wir in der letzten Folge hier ja ordentlichst unsere Produktion ausgebaut. Wer die letzte Folge verpasst hat, schaut einfach mal rein. Man muss sagen, es sind wieder ein paar Tage vergangen. Und somit ist halt auch so ein bisschen Zeit geschehen. Und in dieser Folge wollen wir uns darum kümmern. Erstmal halten wir hier kurz an. Wollen wir hier umbauen. Jedenfalls ein bisschen umbauen. Da wir ja hier immer wieder öfters Probleme haben mit den, mit dem Abzweig, der hier ist. Dass die Züge sich hier stauen und sowas. Werden wir hier einfach ganz easy was machen. Und zwar werden wir hier für die für die Strecke werden wir hier uns darum kümmern, die Schiene auszutauschen gegen halt ein Parallelgleis, damit die Züge sich hier nicht mehr so lieb knutschen wie bisher. Das ist nämlich das große Problem gewesen. Die haben die ganze Zeit, oh, und knall. Und schon wieder. Und du denkst ja, Alter, endet das hier gleich nochmal? Und dann am Ende stellst du fest, Alter, das kann ja gar nichts werden, weil wie soll es funktionieren, wenn hier alles schief läuft, ne? Deswegen haben wir da auf jeden Fall ein bisschen was zu tun gehabt. Oder haben halt immer noch ein bisschen was zu tun. Ich lasse das, glaube ich, erstmal hier im Nirvana enden. Obwohl, wir können ja hier ein Depot dran bauen. Das wäre es. Die falsche Kategorie. Da. So. Dann haben wir das hier auch wieder drin und dann ist hier Ruhe. Nö. Aha. Wieso meckert er denn hier rum mit der Steigung? Muss ich jetzt erstes von der anderen Seite hier durchbauen? Hat er hier wahrscheinlich einen Fehler entdeckt gehabt. Mit dem Teilstück. Naja, dann tauschen wir das einfach nochmal aus. Und da haben wir dasselbe Problem. Hä? Strange. Dann unterteilen wir das halt in zwei Abschnitte. Ganze, dann ist hier Ruhe. So, genau, wir wollten dann den Zug passend umlegen. Jetzt klicke ich mich ja schon wieder durch diese ganzen Menüs, weil ich keine Ahnung habe. So. Ja, das können wir da freilassen. So. Und dann sagen wir hier die Z1. Das war 1 und da hinten ist die 4 gewesen. Perfekt. Also ne, die 5 entfernen wir und tauschen dann durch das Signal da drüben aus. Dann stauen sich da wenigstens die Züge nicht mehr, sobald hier der eine Zug halt noch drin ist im Bahnhof. Dann ist es einfach so, ey, passt. Können wir so durchlassen und Ruhe. Na, also wir müssen, glaube ich, nochmal neue Züge kaufen für die Z2. Wie viele Wagen sind da jetzt immer dran? 6, 7 plus Lok. 8 plus Lok. Dann sind wir doch mal so frei und kaufen da einfach nochmal einen Zug hinzu. Oder 2 oder 3. 2, 4, 6, 8. Klonen den dann einfach direkt. Und dann zuweisen auf die Z2. Genau, hier sehen wir es jetzt, dass die Züge, die hier notfalls durch sollten nicht mehr angehalten werden.
sehr gut zu sehen hier ran im Normalfall. Aufgrund der des durchfahrenden Zuges. Ein kleines Problem. Hey, super. Genau, also die Produktion steigt ja trotzdem immer noch so ein bisschen. Oder wir halten uns ja jetzt relativ hoch. Dann können wir hier auch ein Signal hinsetzen, dass er im Notfall davor oder kurz davor hält, falls es da eng werden sollte. Und dann haben wir da Ruhe. 800, 3000 ist immer noch unser Produktionslimit. Das ist nicht schlecht. So, hatten wir hier hinten irgendwie Industriegebäude? Nee, ne? Nee, alles gut. Die hinten warten auch nur wieder auf die Güter. Hä? Was ist denn hier passiert? Hat der sich ja verrannt? Was ist denn jetzt hier los? Der kommt scheinbar nicht zurück. Ja. Der hat doch sonst freie Wege, oder? Totaler Mord und Totschlag, ey. Ja, der hält dann da vorne wieder, weil der andere im Weg steht. Ja, das könnte noch amüsant werden mit jetzt so vielen Zügen auf der Strecke. Oh. Vielleicht doch mal eine Zugerweiterung von der Wagenanzahl. 23, das könnten wir eigentlich machen, ne? Es dürfen auf jeden Fall nicht weniger werden, dann sind wir nämlich bescheiden dran. 240 Meter war ja das Maximum, was wir hier machen konnten. Hier haben wir noch nicht mal einen Zugersatz dafür festgelegt. So. 77, 4, 6, 8, 10, 12... 14, 16, machen wir jetzt hier einfach mal. Oh, die Produktion ist ganz schön in den Keller gegangen. What? Was hat der denn hier eben gemacht? Verstehe ich nicht. Ah, die Produktion sinkt, aber das sollte jetzt hier ausgeglichen werden. Durch, weil wir sind ja so ratzfatz hier voll, dass wir sagen, ey, geil. Also ich sollte vielleicht noch einmal klicken. Dass wir hier so viele Güter haben, wie es nur geht. Der Zug fährt mindestens nur bis zum Maximum. Das heißt Gleisanschlag und dann ist Ende. Produktion, jetzt steige bitte wieder. Ja, hier fehlt noch ein bisschen was an Produktion. Okay, es steigt aber langsam wieder. Das ist nice, dann machen wir die nämlich jetzt hier erstmal voll. Und dann ist hier auch Ruhe. Genau. Der war ja komplett schon voll vorher. Ja, aber gut, dann haben wir das. Jetzt wäre die Überlegung, was ist denn hier los? 88.
Setzen wir hier noch ein paar drauf oder wie sieht das aus? So. Ja, die Stadt kann ja auch, glaube ich, dann alleine ausbauen. Das Problem ist halt nur, es dürfen nicht zu viele Züge gleichzeitig kommen, sonst sind wir hier am Limit. Er macht 162.000 minus, jetzt werden es gleich noch ein paar Dollar mehr. Aber einfach in der Hoffnung, dass es dann hier auch wieder funktioniert oder besser funktioniert, ne? Haben wir das ja gemacht. Straßenfahrzeug, was haben wir denn hier? Was? Ich habe doch eben nur auf Weitern gedrückt. Okay, ich sag nix. So, 700 ist derzeit Produktion hier wieder. So, 1000 waren schon nicht schlecht. Da haben sie ordentlich ein bisschen abgegeben. Von daher... Also müssen wir uns halt mal kurz anschauen, wie das ausgeht hier. So, der fährt voll. Oh Gott, Alter. Das kann ja hier was werden. Vor allem dann auch hier. Machen beide Minus. Zwar nur teilweise leicht, aber es reicht aus für Minus. Ja, 10. Machen wir hier nochmal so eine Rundumstrecke. Naja, es geht. Ja, es geht. So, aber hier hinten haben wir wieder das Güterphänomen auf der G7 vor allem. SG7 heißt der. Dass wir da so viele Leute haben, dass sie da eigentlich gar nicht mehr sagen wollen, hey, läuft. Aber was wir auch noch machen können, das ist eine super Idee. Und zwar hatte einer das in der letzten Folge geschrieben gehabt, dass wir doch mal eine Mitfahrt machen sollten mit der, Anführungszeichen, U-Bahn. Das werden wir jetzt auch nachholen, beziehungsweise machen. Um es uns einfach mal anzuschauen, wie sieht das unten aus. Vorschlag war auch noch mit Haltestellenansage. Da kenne ich nur nicht die ganzen Straßennamen. Achso, das steht ja unten. Weißen Weg. Nächster Halt, Lessingstraße. Wäre vielleicht was. Vielleicht sollte ich Ansagensager werden. Römerstraße. Nächster Halt. Irgendwie sieht das unterirdisch ein bisschen strange aus. Finde ich, oder? Sieht strange aus, ja. Nächster Halt. Marktplatz. Ja, irgendwie fahren die Straßenbahn halt unter der Decke oder in der Decke. Das ist ein bisschen blöd. Vielleicht schreibt man da mal irgendjemand an. Hey, schaut euch das mal an. Sieht ein bisschen strange aus. Vielleicht mögt ihr ja was dagegen machen. Oh, da sehe ich doch ein Verkehrschaos. Das ist... Ist das nur ab und an oder ist das immer? Aber jetzt sind links und rechts die ist der generelle Durchweg. Nächster Halt, Wiesenstraße. Das ist die generelle Hauptverbindung, die wir von unten haben, ne? Die ist ja mal richtig gefüllt. Na gut, die staut sich. Woher kommt das Auto jetzt da vorne? Hier wäre jetzt auch die Hauptbahnhofsstation. Ihr seht, die Autos stauen sich links. Hier steht aber keiner auf der rechten Seite. Oh, nein, da steht keiner. Von daher, ist auch nicht schlecht. Nächster Halt, Bachstraße. Vielleicht sollte es ja wirklich mein Hauptberuf werden. Ansagensprecher. Wir können ja mal über Traumberufe reden. Was wolltet ihr denn als Kind, Jugendlicher werden und was seid ihr in Wirklichkeit geworden? Super Gesprächsthema. Was wir ja auch dann mal für die nächste Folge vorbereiten können. Ihr könnt ja mal in diese Folge oder in die nächsten Folgen reinschreiben, was ihr so machen wolltet oder jetzt macht. Nächster Halt,
Kirschplatz. Kirchplatz, nicht Kirschplatz. Da vorne ist Ende im Gelände, ne? Und da können wir das ja einfach mal thematisieren in den nächsten Folgen. Wäre ja was Neues. So. Nächster Halt, Finkenweg. Kann sein, dass hier diese Fußgängerwege ganz schön flach sind? Oder ist das eine optische Täuschung? Aber wir sehen hier ein Karo-Muster unterirdisch. Irgendwas, was ist das? Soll das normal sein? Oder ist das ein Fail? Naja, weiß man es nicht. Aber wir können jetzt hier erstmal exiten. Das war ja eh weitergebaut als bisher fahrbar. Deswegen ist es auch nicht schlecht. So. Ja, das ist okay. Was hier auch vorgeschlagen wurde, war, dass wir zum Beispiel hier nochmal diesen Bahnhof ausreißen mit 120 Millionen. Dürfte es gut möglich sein, den einmal zu verlängern und auch um ein paar Gleise zu verbreitern. Da wir des Öfteren hier mal so ein Problem gehabt haben, war auch nicht möglich. Aber Häuser will er nicht abreißen. Dann passen nämlich hier, oder würden hier auch die größeren Züge reinpassen. Ey, das sieht ja mal vernünftig aus. Die Züge backen ja hier nicht durch. Das ist ja sehr geil. So, aber wir machen jetzt hier nochmal Fahrzeugersatz an. Dürften ja dann nur noch die letzten vier Züge getauscht werden mit der Zeit. So, dass wir dann hier überall den Mammutzug haben. Und dann sehen, ja, das läuft. So, da ist der nächste oder irgendeiner ist getauscht worden. Oder wir machen halt so viel Minus. Aber ich sehe hier keinen, der eigentlich getauscht doch jetzt wurde. Ja. Oh, ich wollte gerade sagen, wir kriegen den Zug aber nicht voll. So. Da kommt jetzt noch einer, den machen wir hier nochmal mit. Dann haben wir nur noch zwei über, die gemacht werden sollen. Und dann haben wir jetzt erstmal noch ein bisschen Restbudget, was wir hier haben, um halt Sachen auszubauen oder nicht. Aber da haben wir dann auch das Maximum erreicht von Zugkapazitäten in allerlei Hinsicht. Die Z6 läuft immer sehr gut. Probleme gibt es gerade auf der Z2. Dafür haben wir ja eigentlich mehr Fahrzeuge draufgesetzt. Das Problem ist, stauen die sich? ...264 fahren derzeit mit. Also staut nicht. ...900 sind wir wieder von der Produktion. Hier oben ist wieder... Bitte töte mich. Hier sind wir voll. Wieso ist das denn, dass wir hier immer so voll fahren? Das verstehe ich noch nicht. Ja, es ist alles ein bisschen strange, was hier gerade geht. Ja, wir können ja jetzt hier nochmal uns auf die Güterproduktion zu ein... Ach nee, wir machen das hier. Wir machen das hier nochmal heute. Dann haben wir da auch endlich Ruhe mit diesen ganzen Linien. Ja, irgendwie ist das ja ein Thema, was mich schon lange Zeit aufregt. Lange Zeit. Ja, wie teuer diese Firmen sind, ne? Das ist ja unglaublich. Was mich jetzt ja hier mal, oder was mir jetzt hier für eine Frage aufkommt, können wir denn hier was machen, was in Betracht auf, wir wollen hier gerne umbauen, eine Riesenrolle spielt. Und zwar könnten wir ja hier eine Wendeschleife bauen, aber dafür müssten wir, Alter, wie teuer sind die denn hier? Müssten wir etwas umbauen.
beziehungsweise nicht nur etwas, sondern etwas mehr. Obwohl, wir machen jetzt einfach mal das hier, ne? Ja, ja. Das ist immer noch die günstigste Alternative. Dann terminieren wir einfach mal dies hier. So. Zack. Die Straßenbahn fahren jetzt erstmal alle ins Depot. Dann ist hier Ruhe. Ich lasse das Spiel auch in der Zeit nicht weiterlaufen. Erstens könnten wir dann hier den Bahnhof aufrüsten. Eigentlich müssten wir den ganzen Bahnhof verschieben um ein Stück. Wie geiler wäre es natürlich, den Bahnhof in der Mitte der Stadt zu haben, ne? Aber das sind aber hier schon wieder Kosten, die ich nicht mit einberechnet hätte. Habe, werden tue. Dass er da sagt, hey, ist der teuer. Das soll natürlich auch machen können. Die Linie mal kurz leer laufen lassen. Das heißt, hier steigen die 322 Leute noch schnell aus. Der Zug nimmt die letzten mit, die hier stehen, und dann ist Ruhe. Dann bauen wir hier einfach das alles um. Sehen halt, läuft, läuft nicht, und dann geht's ab. So. Cheerio. Ja, dann haben wir das Problem hier auch hoffentlich gelöst. So, wir können dann bis hier vorne abreißen und neu machen. Das Ganze. Ja, hier kommen ja immer noch Leute. So, wir machen das hier mal kurz weg. Weil, wofür das noch haben, wenn wir das eh gerade nicht so weiter ausbauen können, wie wir wollen. Dann machen wir doch lieber hier das auch nochmal weg. So, zack. Dann nehmen wir hier den Bahnhof, nehmen den neuen 320 Meter zweiter Straßenanschluss Hochgeschwindigkeit und zwei Gleise. Dann können wir uns da noch einen schönen Bahnhofsvorplatz bauen und sowas. Alles kein Ding. Da können wir uns nämlich... Also das war unter dem Preis eben versteckt. Dann bauen wir uns hier einfach den zweiten dran. Aber bis dahin geht das also, okay. Wo war denn da hinten? War die nächste einfach durch. So. So. Genau. Den kann man dann ja immer noch mal ausbauen, wenn man will. Derzeit brauchen wir es ja dann nicht. So, der halt wäre dann ja statt der 5 wäre das der und dann der. Dann verschwindet die 5 kurz. Genau. Ich will die Linie erstmal nur so schnell wie möglich wieder zum Laufen bringen. Dann haben wir hier keine Probleme, auf die wir hier Acht geben müssen. Hauptsache, die Linie läuft erstmal und danach können wir immer noch ein bisschen das Feintuning an der Strecke machen. So nach dem Motto, wo gehört jetzt was hin? Wie kann ich am besten das mit dem verbinden, sodass jetzt hier keine Probleme entstehen oder sonst wie? So. Genau, dann können wir hier hinten, passend natürlich, wie sonst auch, so ein bisschen ausbauen. Und zwar hatten wir in der Sandbox zum Beispiel, bei vielen sagt das schon wieder wahrscheinlich nichts, der lief ja am gestrigen Tag, vorgestrigen Tag, da haben wir ja einen super schönen, super modernen Bahnhof gebaut, der mir richtig, richtig gut gefallen hat. Ich glaube, den meisten von euch auch.
Das in der Art könnten wir ja hier oben auch nochmal bauen, so mit einem Bahnsteig. So dass wir hier sagen, jo, wir haben hier meinetwegen 2, 3 Gleise, von denen wir jetzt hier raus können. Wahrscheinlich in dem Fall wirklich nur eins. Aber halt in die Richtung gehen, dass wir hier was haben. So. Boah, ist jetzt hier noch nicht so schlimm, von daher ist das okay. Zack, dann verlängern wir das hier einfach mal. Und dann legen wir zum Beispiel den Anschluss einfach hier hinten hin. Und dann können wir das hier zum Beispiel auch bis hier hinten oder so machen. So. Kommen diese 160.000 drauf gesessen. Die machen wir hier noch easy mit. Dann greifen wir hier nämlich oben einfach noch diesen Bereich mit ab. Sorgen dann halt schon mal so ein bisschen vor. So, hier zum Beispiel in Zukunft Bereiche mit abdecken, die wir bis zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht hatten haben. Zum Beispiel kann das da weg. Dann bauen wir die Straße halt passend um. Dann hätten wir hier hinten einmal die Strecke, wo wir zum Beispiel rum können. Sehen, läuft oder läuft nicht. So. Können dann noch eine Haltestelle reinsetzen. Dort, dort. Hier, die da und dann das ganz normal. Das ist alles noch so ein bisschen unklar. Das kann natürlich dann da auch durchkommen, dass aufgrund der Arbeitsplätze diese Verkehrsbelastung kam, ne? Gar nicht durch durch den Bahnhof. Ich dachte mir jedes Mal so, Alter, wieso laufen die denn immer mit dem Bahnhof mit? Von daher ist es gerade ein bisschen blöd. Und dann machen wir das doch hier jetzt einfach mal irgendwie nochmal neu. Also zum Beispiel hier noch so, ja, den Wald hier hinten lang. 1 Million will ich da nicht gerade riskieren. Hat 1 Million? So. So. Zack. Dann können wir den hier nochmal darum legen. Und dann das hier darum. Dann können wir immer noch hier hinten drauf. Ja. So, das heißt, hier hätten wir dann schon mal den neuen Bereich. Die Frage ist nur, wie legt man jetzt hier passend die Linien, so dass wir hier uns nicht beschweren können. Das geht ja gar nicht. Da wäre dann die Überlegung, dass wir die zum Beispiel erstmal bis dahin führen lassen. Die 5 wir dann hier auch nehmen und wieder sagen,
Jo. Wir machen hier diesmal in die andere Richtung das Ganze. Lassen das zum Beispiel dann bis hier hinten rauslaufen. So. So. Haltestellen da und da. Und dann kommt nach der 7 das erstmal bis da hinten. Dann machen wir halt eine Querverbindung vom anderen Bahnhof durch. Dann haben wir hier Ruhe. Oder wir machen hier hinten dann den Endpunkt hin. Dass die Bahn zum Beispiel hier dann Abzweig machen kann. Und dann zum Beispiel darauf fährt. Ist ja auch was. Vielleicht nicht wieder so der Standardfall, aber zwischen 9 und 10. Zack, zack, zack und zack. Dann haben wir da erstmal die Linie. So, das heißt, wir haben die 5 wieder reaktiviert, wir haben die anderen wieder reaktiviert. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel die. Ja, dann fehlt hier oben wieder die Verbindung, Querverbindungslinie. Hier oben haben wir dann erstmal was hin. Das ist halt gerade die Frage, ne? Wie wir hier noch weiter gehen. Oder ob ich jetzt hier sage, jo, Alter, hier kommt das Ende dran. Sucht euch da bitte den Weg und dann ist hier Ruhe. So. So, wir haben 2 Plattformen elektrifiziert, ja. So, so. Gut, und dann haben wir jetzt hier wieder Auto, Auto. Dann können wir hier ganz easy die Strecke einfach drumherum legen. Das, was wir ja vorher anders gemacht hätten, können wir jetzt so machen. Dann können wir hier die Linie S4 auch ausbauen. Um halt die Haltestelle hier hinten nach der 7, dann halt die 8 hier rein. Dann zukünftig. Alter, was ist denn hier? Achso, hier fehlt die Busstraße. Ist auch kein Wunder, dass sie die ganze Zeit auf unserer Strecke fahren. Genau, da hatten wir die schon. Hier wäre das ein bisschen teuer. Ah, dann hätten wir denn da auch auf jeden Fall. Komm, machen wir hier einfach kurz die Strecke mit. Dann ist hier Ruhe. Und dann sieht es soweit auch gut aus. Und dann nehmen wir jetzt hier die anderen Bahnen und setzen die auf die S4. So. Wir können den halt nochmal ziemlich gerade verarschen. Aber wir können den halt immer noch aufrüsten. Das ist der Vorteil. Ich glaube, hier haben wir dann auch jetzt nicht so extrem viel Geld ausgegeben, dass wir sagen könnten, ja, das bereue ich jetzt. Oh. Ja. Was passiert, wenn man den Zug stehen lässt? Ganz viel. So, dahinter der Zug ist schon wieder proppen. Das heißt, hier können wir jetzt eh im Moment abwarten und dann sehen wir hier das, was passieren sollte. Und zwar sollten wir hier eine volle Straße haben. Okay. Wir rüsten kurz ab.
So. So, der fährt jetzt 0, der nimmt jetzt hier erst die ersten auf. Ja, so sollte es dann auch langsam hier wieder ins Pendeln kommen. Wenn das so weit geht. Frage ist nur, was passiert mit den ganzen Leuten? Laufen die hier oder kommen die hier gar nicht raus? Okay, ein Großteil läuft hier sogar die Ecke. Wahrscheinlich ist es alles nicht so weit weg. Ja, das ist ja hier. Das ist ja hier fast nichts. Und dieses fast nichts könnten wir auch ausbauen und durch ein Da war nie was austauschen. Wie weit ist denn das Grundstück von dem? Ach, von der Höhe kommen wir da ran, ne?